Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Secure 2 Tagebuch mit dem Enhanced Edition Mod und dem Community Patch. Ja, wir haben das letzte Mal ja den Boss besiegt, den Koboldfürst, genau. Und jetzt wollen wir das ja, Piratenlager ausrotten. Das ist eine sehr schöne Gegend. Hat da ein paar tolle Sachen. Jo, ich habe die Hände Draligans gefunden und ja, habe da noch einen Eisschaden-Zauberstab gekauft. Sowie Denderans Reserve. Ist scheinbar ein ja, taktisches Set mit dem Taktikaspekt. Genau. Ja. Habe ich noch ein paar, zweimal in einer Quest, zweimal Pengulas Funken bekommen. In einer Quest. Und der Verteidiger von Dritzs Vermächtnis. Dritzs Zurden, das ist irgendwie von Dungeon Dragons oder so jemanden. Weiß ich nicht genau. Von irgendeinem solchen Spiel. Candy, also ich bin nicht so der Taktik. Rollenspielspieler. Wir haben so, ja, rundenbasierende Rollenspiele habe ich jetzt nicht so gerne, weil ich nie reinkam. Also ich habe Dungeons Neverwinter Nights gespielt, Dungeons Dragons nur kurz in der Beta angespielt. Online. Und ja, Baldur's Gate 1 habe ich ein bisschen gespielt. Icewind Dale, mehrere Titel. Und ein paar Games, neuere Games von diesem Regelwerk habe ich auch gekauft. Aber nicht so gespielt. Ja, Neverwinter Nights 2 habe ich dann auch nicht mehr so gespielt. Habe es gekauft und kam nie rein. Man hat immer sehr viel denken, nachdenken muss und das liegt mir irgendwie nicht so. Naja. So, wir machen jetzt mal die Quest hier. Ich bin hier noch natürlich schon ein bisschen herumgelaufen, weil ich eine andere Quest gemacht habe. Und die Quest machen wir dann auch noch, falls es reicht. Ja, Speer suchen machen wir. Dafür können wir dann zum Banditenlord, also zum Captain der Banditen. Und ihn eventuell besiegen, wenn er feindlich ist. Aber er wird wahrscheinlich schon feindlich sein, wenn die Gegner hier überall Banditen sind, also Piraten sind. Genau. So. Ja, ich habe sehr lange gelivestreamt gestern, konnte nicht so gut schlafen. Jetzt am Morgen dachte ich mir, ja, nehme ich Secret 2 auf und ruhe mich dann wieder ein bisschen aus. Muss noch Videos hochladen, also die Livestream-Aufzeichnungen noch hochladen auf YouTube. Genau, noch ein paar, ja, Sachen bei Stream Elements einstellen. Genau. So. Okay, er hat Angst. Abgeschlossen. Kann ich verstehen. Ich bin Ja. gleich wieder da. Müssen wir wieder zurücklaufen und ihm Bescheid sagen, dem Captain oder wer das ist. Also dem ja, Anführer sozusagen. Dann machen wir das. Ich werde ein bisschen jetzt auf Zweiwaffenkampf gehen, damit wir ein bisschen schnell noch angreifen. Erledigt. Ist natürlich ein Weiter bisschen geht's. wichtiger. Ich erledige Wenn wir auch das. schon genug aushalten. Jo. So.
und ich weiß, wo ein Schatz ist, also ein Schlüssel. Den können wir dann noch gebrauchen, um ein paar Schatztruhen zu looten. Ist meistens aber nicht so belohnungswert, was ja wahrscheinlich einfach zu schwer versteckt ist für Neuling oder so. Es nicht direkt sieht. Es ist auch nicht so spielentscheidend, oder? Muss ja auch immer, ja, fair sein, oder? Für die anderen Leute. Rechts rum mal. Okay, da kommen viele Gegner. Aber kommt schon mit. Also, der K-Speed hat schon sich mega gesteigert. Weil wir jetzt auch Gegner treffen können. Weil wir schneller angreifen. Weil wir mehr aushalten. Eigentlich alles hochgehen. Ich schaue ja auch, dass es ein bisschen leichter wird, dass wir weniger grinden müssen. Ich will ja eigentlich nicht so viel eigentlich zwischen den Videos grinden müssen. Also ich werde es ja euch nicht zeigen, dass ich rausschneide, also ja, zwischen den Parts einfach machen. Aber das Spiel kann jetzt auch nicht immer auch in den tollen Szenen so unterhalten wahrscheinlich wie andere Games. Dennoch ist es eben wegen der Länge vom Spiel und so weiter einfach geil. Oh, Bendorix Vernichter. Ja, hat sehr viele Sockel, zwei Handleiter. Nichts für uns, aber ein schönes Schwert. Wir sind ja solo self-found unterwegs. Wir ja, nämlich handeln und schmieden. Und auch noch das letzte, das ist Geschäftssinne, glaube ich. Und tun eigentlich, ja, auch schauen, dass wir nicht sterben und so weiter. Es hat im letzten Part ein bisschen knapp geworden, aber wir sind doch nicht gestorben. Weil einfach der Mod hat richtig schwer ist, also irgendwann werden wir es schon sterben. Aber so spät wie möglich. Ah, okay, da brauchen wir den Schlüssel noch. Genau. Also, dass wir da noch so schnell wie möglich, also so gut wie möglich aufpassen, dass wir nicht sterben. Und jetzt muss ich halt auch wieder defensiv spielen, also. Ja. Langsam defensiv spielen. Aber wir haben, glaube ich, jetzt 4 zur Auswahl pro Level. Noch nicht viel. Auf jeden Fall genug. Um jetzt auch ein bisschen defensivere Fähigkeiten mitzunehmen und die Items halt auch auf defensiv richten. Gibt da ein paar gute Items. Außerdem, die kenne ich sie natürlich nicht, weil ich den Schattenkrieger auch nicht so oft gespielt habe. Was ich am meisten gespielt habe, ist wohl Triade. Und die Seraphim habe ich ja noch gut gespielt mit dem Schockwellensauber. Ja. Wir können dann noch eine andere Charakterklasse spielen. Aber das ist, denke ich mal, ja, noch längere Zeit nicht möglich, weil wir Solo selber spielen, oder? Ich will einfach nicht in der anderen Klasse jetzt noch spielen. Da ich sonst auch ein bisschen, ja, aus dem Konzept komme oder sonst irgendwas. Eine mythische Perle? Cool. Okay, wie viel macht die? Ah, die machen noch etwas anderes und das ist Schadenmagie hoch. Ja. Das muss ein ganz besonderer Gegenstand sein. Müssen wir dann irgendwann mal einsockeln. Ja, wir werden es eher nicht so einsocken, weil. Ja. Dann im Endgame. Ja, okay, ist halt Low Level.
Es ist aber irgendwie ein bisschen zu schade. Oh nein, ich schon wieder, bitte nicht. Oh. Schildkröten sind einfach zu stark. Noch. Ja. Okay, Leo konnte nicht angreifen. Ja, und dafür ging's zu spät noch mit dieser Schockwelle los. Und diesem Kampfrausch. Ist ziemlich geil, also. Leider nicht so wirksam im Fernkampf. Aber gut. So, hier ist der Schatz. Man sieht ihn. Ja, leider sehr schlecht. Einfach der Stein hier umwerfen. Und dann nochmals zum toten Captain gehen. Die Tür öffnen. Ah, jetzt ist sie losgegangen. Bin mal gespannt, wenn das ein bisschen höher levelig ist. Könnten wir gebrauchen. Ja. Hallo. Gegner. Ja. Los. Taktikkunde. Ist auch hier drauf. Angriffswert ist ja cool, aber eigentlich möchte ich ja Bewegungsgeschwindigkeit auch drauf haben. Mit helfen genug. Verteidigungswert. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ausweichen mit dem Gegner ist auch ein bisschen stark, denke ich mal. Wir lassen mal die Ruhe, die uns schneller machen. Und genau. Jetzt können wir hier aufmachen. Und dann kommen wir zu einer Bucht. Also eine Höhle, die wie eine Bucht aufgebaut ist. Wie viel Schlagen? Habt ihr das gesehen? Ganz schnell. Wir gehen jetzt einfach, also hier haben wir zum Beispiel ein Piratenschiff irgendwo. Ja, hier vorne halt. Eine Taverne. Und irgendwo noch ein Schatzraum. Ist richtig cool gemacht. Aber natürlich nicht so hochqualitativ wie ein Rollenspiel. Also so. Ist ja auch ein Action-Rollenspiel. Also ist auch ein Hack and Slay. Da muss nicht alles so mega grafisch imposant sein. Aber man sieht es halt kaum. Ist ein bisschen dunkel. Ja. Kleines Schiff. Ich dachte, es sei ein größeres Schiff. Und das gibt es in Tilisium zum Beispiel am Hafen. Aber auch nicht ganz so groß, glaube ich. Weiß ich auch nicht. Müssen wir dann alles wieder anschauen, weil ich das schon längere Zeit nicht mehr gezockt habe. Also, es war wahrscheinlich so April, März 2019, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Okay, da ist noch ein Gegner. Hör auf. Ja. Danke, aber ich möchte gerne angreifen. Was haben wir denn hier? Ein Ring, blauen. Ziemlich schwach. Hier haben wir eine Kiste auf einem Stuhl. Okay, ist das alles? Das funkelt nirgends mehr. Dann machen wir den Hauptschatz auf. Also ihr seht, sehr schwach. Ich dachte, es sei besser. Aber ja. Für einen Schatz eigentlich recht gut. Also. Für einfach so recht gut. Aber hätte schon mehr erwartet. Jetzt gehen wir noch kurz runter hier. Und dann gehen wir raus aus der Höhle.
da können wir eigentlich teleportieren. Genau. Ah, hier ist noch ein Schatz. Ach, nichts. Na gut. Was haben wir denn hier noch? Umlenkung, genau. Ja, 2,5 Sekunden. Ist eigentlich genug schnell. Weil, wenn er in der Attacke ist, kann man sowieso nicht nochmal seine Attacke ansetzen. Also sollten wir den auch wieder ein bisschen höher machen. Diese Sekunden. Aber jetzt haben wir Reflexionsaura, Umlenkung an. Und die hilft natürlich im Kampf auch noch sehr gut. Dass sich die Gegner auch noch ein bisschen selber Schaden zufügen. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie sind noch schneller geworden, wie wir angreifen. War wahrscheinlich einfach so ein Gefühl. Komisch. Auch weg, kann man auf Schiff, ja, kann auf Schiff. Diese Taverne wird wahrscheinlich nicht sein, kurz sein, ja. Hat ein bisschen langsam nach. Ah, hier sind noch ein paar Gegner und eine Kiste. Schön, dass wir da reingeschaut haben, noch eine Kiste. Sieht schön aus, dieses Schild. So, wir sind kaputt. Und er ist eben nicht stark. So, gehen wir doch rauf. Auf Schiff. Und sehen, es ist nichts drauf. Nö. Schade. Es geht nochmals. Sieht gar nicht mehr so stark aus. Ich hätte jetzt gedacht. Zauberstäbe machen ein bisschen mehr Muskeln. Ist halt leider so. Man kann da nicht so breit gebaut wie ein Fulltank sein. Konstitution, Intelligenz. Und hier. Ja, ich habe diese Kiste noch nicht. Ich will den Kampfruf. So. Kampfruf mache ich auf. Ja. Unbedingt Angriffswert. Verteidigungswert kann, muss man nicht unbedingt so extremst nach oben schrauben. Also man sind Fähigkeiten investieren muss. Ja, der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir das in andere Hinsicht kommen. Also Resistenz und Leben. Und nicht über Verteidigung. Das macht einfach, dass die Gegner mehr daneben hauen. Und das kann man eigentlich, wenn man nicht Full Tank spielt, eigentlich nicht so gut maximieren. Deshalb machen wir Fähigkeiten eigentlich immer auf Angriffswert, sondern auf Verteidigung. Ja, und denke ich auch, genug gibt. Und schaut mal eine Statue. Von uns als damals General scheinbar ein glorreicher Held an Karyas. Also, ja, wir könnten den Greifen versuchen, aber wir werden sterben. Wir werden einfach noch die restliche Zeit, ja, die andere Quest machen. Mit den Seraphims. Wir haben hier irgendwie so eine Art Unterschlupf gehabt. Also immer noch, aber irgendwie ist die Königin krank oder so, das weiß ich nicht genau. Die Anführerin dieser Seraphims. Ja, wo ist denn der?
Was ist denn der da drin? Okay. Jetzt hört auf, ihr kleinen Kobolde. Weg damit. Ich finde die Eisgeschosse irgendwie am tollsten. Also ich kenne jetzt gerade nicht die Magiegeschosse, weil ich noch keinen Magie-Zauberstab gefunden habe. Aber das können wir dann bald herausfinden. Ja, ist ein Wurfgewehr, aber Magic Grant möchte ich schon ein bisschen equippen. Aber als Challenge werde ich da nicht so viel einfügen. Also in beiden Items. Macht ja auch die Items ein bisschen schlechter. Also, das hat MF, sondern einen besseren Stat drin ist. Und dadurch macht man halt weniger Schaden. Und hält weniger aus. Und das ist nicht so gut für eine Challenge. Ist auch so. Kennt man noch aus Diablo 2, da hat man auch immer wieder Glass Cannons bauen müssen, um gut MF zu stacken. Und dadurch, ja, manche Tode erlitten oder ist man einfach zu langsam geworden. Okay, Speed ist auch wichtig. Wieso führt mich diese Quest irgendwie falsch in eine Höhle? Jetzt auf die andere Seite. Ich glaube, die Quest ist ein bisschen verbuggt jetzt vom Ding. Vom Questziel. Ja. Eigentlich ist ja der Questgeber da draußen. Wieso ist jetzt Quest? Ist der Questgeber nicht mehr draußen? Doch, jetzt ist er wieder draußen. Okay, es hat ein bisschen gebuggt, weil wir anders rausging über den Teleport. Okay. Mission abgeschlossen. Was gibt es als Belohnung? Nichts Gutes? Ich weiß nicht. Hätte ein bisschen besser sein können. Ja gut. Also, machen wir kurz. Ja, sie geht leider ein bisschen länger, die Quest. Schauen, dass wir das noch durch. Oh, Armantians ist nicht das gleiche Set. Ist wahrscheinlich ein schwerer Kampf. Könnte aber auch für taktischer Kampf sein. Wegen der Reflexionschance nochmals drauf. Bringt aber nicht so viel. Die Gegner können halt einfach meistens nicht so viel Schaden machen, dass es sich wirklich lohnt. Also ihr konzentriert euch mega drauf. Dass ihr alles reflektiert. Ja, ich dachte dann auch noch, dass ich ein bisschen mehr Rollenspiel machen könnte, aber ja. Es hat kaum etwas fürs Rollenspiel zu finden oder so. Ich könnte euch aufs Klo gehen, will ich auch nicht. Oder etwas essen oder so. Ein bisschen einfach so, als würden wir in dieser Welt sein. Wenn ich ein bisschen erklären muss, etwas zeigen möchte, weil ich natürlich ein bisschen ja, die besten, die Highlights des Spiels zeigen will und weniger im Sinne von echt, ja, der Charakter macht das und macht das. Das ist sowieso meistens nicht für Spiel oder so. Das wäre eine Quest, oh, die ist jetzt weg. Ja, manche Quests sind ein bisschen, also Questmarks sind ein bisschen verbuggt. Aber dass jetzt gerade zwei Quests hintereinander irgendwie ein bisschen verbuggt sind. Ja,
Sache. Geben wir nicht mehr da. War noch einmal da. Und ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob sie genau war. Ich glaube, da unten war eine Quest. Der Tod ist nicht schlimm. So. Machen wir das noch ein bisschen schneller durch. Die Zeit läuft langsam ab. Diesen Part möchte ich ja nicht länger als 30 Minuten eigentlich machen. Mach doch auf jetzt, okay. Na gut. Hat ein bisschen Annäherungsversuch Probleme gehabt. Hey. Ja, die waren schon recht viel Schaden. Als nicht rare, also nicht gelbe Gegner. Jo, geben Geld. In rauen Mengen. Das ist ein bisschen komisch hier. Hat irgendwas mit Elementen zu tun? Ja, jetzt kommt Feuer. Also was ich so plane, ist jede von jedem Element ein Zauberstab-Duo zu haben. Also zwei Zauberstäbe natürlich immer. Und dann jedes Mal zu wechseln. Ja, man muss nicht oft wechseln. Und du willst mich erschrecken? Ich spüre keinen Schmerz. Ja, ja. So, nochmal ein Level Up. Geht langsam ein bisschen zu schnell. Denke einfach, ja. Es geht jetzt noch zu schnell und dann irgendwann mal zu langsam natürlich. Und irgendwann mal viel zu langsam. Ständig grinden. Aber gut. Man kann viel Abwechslung in der Map finden. Man muss nicht immer ständig langweilig grinden. Es macht eigentlich immer Spaß, recht lange zu leveln. Das schafft nicht jedes Game. So. Ich schaue mir noch diese Map überall ein bisschen besser an. Dann Part Ende. Das Ende. So. Und hier ist scheinbar der Boss. Ist die alte? Das Spiel, dass es nicht abbrechen lässt. Dieses Elixier ist für mich, ja. Nun, ich werde es trinken. Ja, das werde ich. Und ich werde diese Orte Ruhe bald verlassen. Und da, ja, verzeiht, die Kinder des Lichts werden vernichtet. Ihr nehmt dies als kleines Dararaki-Pato, also als die nächste Aufgabe. Was haben wir bekommen, Ziegel? Wow, tolles Geschenk. Denkt ihr, wir könnten nicht einmal wieder einen Gesang? Aber es ist irgendwie anders als in der Lichtkampagne. Viel anders. Ja, da ist ja eigentlich ein Boss in der Lichtkampagne. Na gut, haben wir diesmal halt keinen Boss. Ich glaube, in der Lichtkampagne muss man den Boss, also die Anführerin, wieder besänftigen oder so. Keine Ahnung, wie genau. Ich könnte vielleicht mal mit deinem Editor dann auch die Lichtkampagne zeigen. Einfach kurz im Editor wechseln. Auf Licht. Vielleicht dann auf Njob. Als höherer Schwierigkeitsgrad. Wegen dem Nebelmonster. Das dann mehrmals auftaucht. Und einfach komplett neuen Charakter danach noch zocken. Klar. Können wir auch. So, das war dieser Part. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr als 30 Minuten. Macht nix. Ich
genug Zeit zum Hochladen. Aber ich möchte die Quest noch abgeben. Das möchte ich zeigen. Und ja, macht echt viel Spaß. Also, ich finde es einfach sehr, sehr erwartungsvoll, jetzt wirklich neue Items und so zu finden. Ah, die Quest ist wirklich ganz fertig. Okay, dann haben wir noch ein paar andere Quests. Ich habe natürlich viele Quests noch zwischen dem Part gemacht, hier überall. Alle Quests gemacht. Die zwei und die hier habe ich noch nicht gemacht. Die hier auch noch nicht und die auch noch nicht. Also die grauen sind noch nicht gemacht, aber die grünen sind gemacht. Und ja, dann muss ich ja noch den Bär annehmen. Dann gehen wir mit dem Bär im nächsten Part hier aufreißen. In dieser Gegend hier. Genau. Und ja, machen die Kampagne hier natürlich noch weiter. So oben durch. Genau. Also hier waren wir in diesem Part. Im letzten Part waren wir hier oben. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part vom Tagebuch. Er hat schon viel erlebt, er hat schon viele Items gefunden, also zwei Set-Items und mehrere Unix-Items. Das ist nämlich ziemlich gut. Tschüss, danke und bye bye. Er wird Tragwasser. Tschüss.